Moin, moin und herzlich willkommen bei Sentry. Schön, dass du da bist. Ja, Leute, heute möchte ich euch drei ganz wundervolle Tonka-Bohnen-Parfums vorstellen. Und bevor wir mit dem ersten Duft starten, vielleicht noch ein paar Informationen zu der Tonka-Bohne. Die Tonka-Bohne ist nämlich ein Samen des Tonka-Bohnen-Baumes. Dieser Baum wächst überwiegend in Südamerika. Wie sieht so eine Tonka-Bohne aus? Ja, ähnlich einer Mandel, nur deutlich dunkler. Sieht für mich eh wie so eine verkohlte Mandel aus. Ja, das Aroma der Tonka-Bohne ist auf jeden Fall süß, teilweise aber auch leicht herb. Geht aber im Großen und Ganzen vom Geruch her Richtung Vanille, Karamell und Mandel. Ja, und heute möchte ich euch drei ganz unterschiedliche Interpretationen eben der Tonka-Bohne vorstellen. Und ich habe auch zum Beispiel Düfte wie Fave Delicieuse von Dior und Tonka Imperial von Guerlain und auch Arabian's Tonka von Montal nicht dabei. Warum? Weil ich diese Düfte nicht in meiner Sammlung habe. Bis dato habe ich immer nur Parfums vorgestellt, die ich eben auch besitze. Aber falls ich künftig auch, ja, Parfums vorstellen soll, die ich nicht habe, aber durchaus eben kenne, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin immer für Verbesserungsvorschläge oder Kritiken offen. Ja, teilt mir das einfach in den Kommentaren mit und dann schaue ich mal, was ich da künftig umsetzen kann. So, nun starten wir aber mit dem ersten Kandidaten, nämlich mit Ambrecello der Nischenmarke La Orchestre. Es ist eine eher unbekannte Nischenmarke, aber die haben wirklich sehr tolle Düfte im Sortiment. Da müsst ihr mal schauen. Eine Besonderheit der Marke ist, dass es zu jedem Duft ein klassisches Musikstück gibt. Deswegen unter anderem eben auch der Nischenmarke La Orchestre. Die Duftnoten von Ambrecello blende ich euch einmal ein. Also ich sage gleich mal vorab, ich finde dieses Parfum wirklich großartig. Ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen unter dem Radar, eben weil es auch eine nicht ganz so bekannte Nischenmarke ist. Die Besonderheit meiner Meinung nach ist zum Start erstmal die wirklich sehr frische Kopfnote durch die Bergamotte. Die Bergamotte zieht sich dann zwar zurück, bleibt aber den ganzen Duftverlauf über präsent. Zwar nur noch so im Hintergrund, aber die Bergamotte sorgt eben dafür, dass Ambrecello, für mein Empfinden zumindest, nie zu süß wird. Nach dem frischen Start bekommen wir dann eben immer mehr die Tonka-Bohne. Die kommt dann immer mehr und im weiteren Duftverlauf durch. Wir haben neben der Tonka-Bohne auch noch eine Myrrhe-Note. Myrrhe ist ja auch so balsamisch, weich, leicht würzig. Das passt sich natürlich eben ideal der Tonka-Bohne an. Und der Drydown wird dann noch mal etwas süßer durch die Vanillenote und Benzoé rundet die ja, ganze Duftkomposition dann noch mal so richtig schön weich und balsamisch ab. Durch die genannten Duftnoten ist Ambrecello natürlich ein süßer Tonkabohnenduft, richtig schön weich, balsamisch, leicht würzig. Aber wie ich vorhin auch schon meinte, durch die Bergamotte wird diese Duftkomposition für mein Empfinden nie zu süß. Es ist dadurch auch ideal im Alltag zu tragen. Im Prinzip kann man Ambrecello auch 365 Tage, natürlich je nach Temperatur, tragen. Aber es ist auf jeden Fall ein alltagstauglicher Duft. Die Duftaura ist auch wirklich ganz wundervoll. Also es muss sich tatsächlich auch mal hervorheben. Der Duft an sich ist gar nicht so mega komplex. Es ist keine außergewöhnliche Duftkomposition. Die Duftnoten sind ja auch überschaubar. Ja, aber dennoch habt ihr wirklich eine ganz wundervolle Duftaura um euch herum. Ihr werdet positiv wahrgenommen, wird auf den Duft angesprochen. Es liegt einfach ja in der Luft und riecht wirklich wundervoll. Das muss ich einfach so sagen. Die Haltbarkeit liegt so bei circa 10 Stunden. Die ist wirklich gut. Die Sillage ist in den ersten, ja, 3 bis 4 Stunden recht intensiv. Aber selbst danach wird man eben durch diese tolle Duftaura immer wieder wahrgenommen. Weiter geht es mit Myrrh and Tonka von Jo Malone. Ja, Jo Malone hat ja mitunter die Problematik, dass die Düfte nicht ganz so gut halten. Das sage ich gleich mal vorab. Das ist bei Myrrh and Tonka hier anders. Ich komme hier immer so auf 9 bis 10 Stunden. Also die Haltbarkeit ist wirklich in Ordnung. Auch hier sage ich gleich mal, es ist ähnlich wie bei Ambrecello, denn Myrrh and Tonka hat auch eine ganz wundervolle Duftaura. Man muss dazu sagen, dass das generell häufig bei Düften ist, die Tonka und zum Beispiel eben Myrrhe enthalten. Die liegen halt unfassbar toll und fast schon lecker in der Luft. Es sind einfach Duftnoten, die vom Umfeld ganz positiv wahrgenommen werden. Diese
Düfte eignen sich übrigens auch ideal zum Date oder ja, wenn man irgendwie Wert drauf legt, auch mal ein Kompliment zu bekommen. Also dafür sind so Myrrhe-Tonka-Düfte wirklich ideal. Nun aber mal zu den Duftnoten. Der Start ist recht aromatisch durch eine präsente Lavendelnote. Die zieht sich im Duftverlauf aber immer mehr zurück, schwingt aber im Hintergrund mit. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zu den Main-Playern und das sind für mein Empfinden hier vier Duftnoten. Wir haben einmal Myrrhe. Myrrhe ist eben balsamisch, leicht würzig. Dann haben wir auch eben ganz viel Tonkabohne. Dazu auch noch etwas Vanille und Mandel rundet diese tolle, ja, weiche, balsamische, leicht würzige und irgendwie auch schon fast leckere Duftkomposition wundervoll ab. Es ist und bleibt ein toller Tonkabohnenduft, der wirklich sehr gut im Umfeld ankommt. Die 50 ml bekommt man teilweise so für circa ja 70 Euro. Die 100 ml so um die 100 bis 120 Euro. Da müsst ihr einfach mal schauen. Also von den Konditionen auch wirklich überschaubar. Und dafür bekommt ihr wirklich einen ganz wundervollen Duft, der auch entsprechend gut hält. So, weiter geht es mit Velvet Tonka der Nischenmarke BDK Parfums. Von diesen drei Düften tatsächlich der Duft, der für mein Empfinden am süßesten ist. In der Kopfnote bekommen wir zwar ganz kurz so eine leichte Erfrischung durch die Orange, aber auch da übernimmt eigentlich schon die Mandel das Ruder. Also es ist wirklich so ein Mandel-Amaretto-Start. Als Herznoten haben wir hier Rose und Tabak angegeben. Rose, muss ich ehrlich sagen, rieche ich tatsächlich nicht ganz so heraus. Vielleicht mit Vorstellungskraft irgendwie im Hintergrund, so ganz leicht. Tabak, da gehe ich durchaus mit, denn Tabak kann eben auch nur in Anführungsstrichen würzig riechen und eine gewisse Würze nehme ich in Velvet Tonka wahr. Und in der Basis kommen wir dann zu ganz viel Tonkabohne und eben auch zu viel Vanille. Und dann ist der Duft eben auch komplett. Wir haben zum Start also ganz viel Mandel und Amaretto und das Ganze wird eben durch Vanille und Tonkabohne im Dry Down perfekt abgerundet. Es ist halt wirklich ein sehr süßer Tonkabohne. Bohnenduft. Vom Feeling her geht das dann auch für mein Empfinden in so eine Marzipan-ähnliche Richtung. Es wird im Duftverlauf immer cremiger und immer pudriger. Die Haltbarkeit ist übrigens tipptopp, also ihr kommt da auf mindestens ja 12, 14 Stunden plus. Also es hält ohne Probleme den ganzen Tag. Auf Kleidung hält sich Velvet Tonka auch Tage. Die Sillage ist immer da und immer präsent, also es ist wirklich ein sehr intensiver Duft. Und abschließend möchte ich noch kurz sagen, wenn ihr Floral Amber Essential Musk von Rosendo Mathieu kennt und auch mögt, dann könnte Velvet Tonka durchaus auch etwas für euch sein. Die beiden Düfte sind sich nicht unbedingt ähnlich und vor allem auf gar keinen Fall identisch. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass die beiden Parfums so in eine Richtung gehen. Also dieses cremige, leicht pudrige, zum Teil auch irgendwie so, ja, leicht metallische. Ich finde, so diesen Vibe bekommt man von dem jeweiligen anderen Parfum so ein bisschen ab. So, und dann sind wir auch durch für heute. Du kannst ja gerne mal kommentieren, welche Tonka-Bohnen-Düfte du so besitzt und gerne trägst. Das würde mich natürlich interessieren. Ja, falls dir das Video gefallen hat und du mich unterstützen möchtest, ja, dann drücke doch den Daumen hoch und im Idealfall abonnierst du auch meinen Kanal. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.